Also, ich bin Schauspielerin. Ich heiße Josephine, bin 22 Jahre alt und bin jetzt gerade mit meinem Schauspielstudium fertig und würde gerne in Berlin wohnen, weil ich eher Theater spielen möchte und hier sind halt die besten Theater. Mein Name ist Roberto Yáñez und ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Chile. Also, ich heiße Pierre. Eigentlich Pierre-Marie. Meine Freundin nennt mich Pini. Ich komme aus Frankreich, aus der Bretagne. Und ja, ich habe in Paris gelebt, 3 Jahre lang. Und dort habe ich richtig studiert. Ich bin Sängerin und seit ein paar Jahren in Berlin, wohne eigentlich momentan noch ganz zentral alleine, aber ich kann es mir einfach nicht mehr leisten mit den Mieten heutzutage in Berlin. Soll ich eigentlich in die Kamera gucken, oder? Nein, also es gibt keine Kamera, du solltest am besten mich angucken. Okay. Also, ich würde gerne in dieser WG wohnen, weil ich sowieso einfach lieber in einer WG wohne, um dieses lebendige Miteinander zu haben und den Kontakt mit anderen Ja, Leuten. voll cool, dass du Franzose bist übrigens. Ich hatte ja auch Französisch in der Schule. Also jetzt nicht so lang, aber ich kann noch so ein bisschen sprechen, aber ich würde ganz gerne noch mal neu anfangen. Also, die Umgebung hat mir gefallen, auf jeden Fall. Und was ich habe von hier gemerkt, ist, dass die Deutschen benutzen fast keine Gardinen. Sind sie so teuer oder was? Man kann alles sehen. Zimmer ist toll, Preis ist auch super. In Paris, vergiss es. Aber ich finde hier vor allem Berlin so interessant. Also gerade die Proteste, soziale Bewegungen, dieser Gentrifizierung. Ich finde es auch voll schön, dass es hier so zentral ist und trotzdem so bezahlbar, weißt du? Also, ich habe gehört, es soll jetzt vielleicht ein neues Gesetz geben, das es Vermietern erlaubt, die Miete innerhalb von 2 Jahren auf 20% zu erhöhen. 20%. Das heißt, zum Beispiel Leute wie wir müssten dann hier raus ausziehen, könnten es uns nicht mehr leisten, in die äußeren Bezirke, keine Ahnung, am Arsch der Welt und dann hier nur noch reiche Leute? Wenn ich jetzt mache ein Video von dem Stuhl und ich den Stuhl bewegen, dann ich zeige das zu einem Freund und er glaubt, dass ein Geist ist bei mir zu Hause oder so. Aber das ist, was genau machen die Medien in Chile mit den Revolutionen. Die filmen nur den Stuhl, aber den Fuß, es ist noch da. Und das ist das Problem. Warum hast du Frankreich verlassen? Sie hat mich verlassen. Alles war schön und jetzt alles ist vorbei. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe heute lustigerweise sogar geträumt, dass ich in der WG einziehe. Das war aber voll der komische Traum eigentlich. Ich bin reingekommen und habe irgendwie sofort angefangen, alle Wände mit so einem Baseballschläger oder Hammer, ich weiß nicht so genau, einfach einzuschlagen.